Ja, hallo YouTube, ist wieder Florian für euch mit dem nächsten Video in der Grammatik. Heute wollen wir uns wieder ein bisschen die Zahlen anschauen im Japanischen und wie man mit ihnen jongliert. Und zwar gibt es dabei heute ja zwei Sachen, die wir uns konkret anschauen möchten. Und der zweite Teil, der wird dann der etwas längere, größere sein. Da geht es dann um Zähleinheitswörter. Zunächst allerdings wollen wir uns ja anschauen, wie man Häufigkeiten ausdrücken kann im Japanischen. Und zwar um solche Sachen zu sagen, wie ich gehe dreimal die Woche dort und dorthin oder mache zweimal die Woche das und das oder mache fünfmal im Monat dies und jenes. Also solche Sachen auszudrücken, die Häufigkeit einer Handlung in einem bestimmten Zeitraum. Die Struktur wollen wir uns jetzt hier im Folgenden zunächst erstmal anschauen. Und im Japanischen sieht die Grundstruktur, um so etwas auszudrücken, also pro Tag, Woche, Monat oder Jahr tue ich blablabla bla bla, so und so oft, macht man das im Japanischen dann mit Watashi wa, Ichinichi, also pro Tag, oder Ishukan pro Woche und so weiter. Die sind hier unten dann nochmal genauer aufgelistet, wie man was sagen kann. Das wird dann mit Ni markiert, also dieses pro irgendwas, entweder pro Tag, Woche oder Monat. Das wird dann mit Ni markiert. Und dann die Anzahl, die Häufigkeit, wie oft man es in diesem Zeitraum macht. Ikai, Nikai, Sankai, Yonkai und so weiter. Da wird dann weiter unten auch nochmal eine Tabelle sein, wie man diese Häufigkeiten zusammen mit Kai ausdrückt, was dann das auch gleichzeitig ein Zähleinheitswort schon ist für die Häufigkeit. Wir werden es also später im zweiten Teil auch nochmal sehen. Tja, und dann eben natürlich die Handlung, die beschrieben wird. Also im Deutschen ist es ja so, pro blablabla tue ich das und das so und so oft. Man kann auch hier die Satzstellung natürlich im Deutschen ein bisschen umstellen. Im Japanischen ist auf jeden Fall das hier die übliche Weise. Also zunächst ich, Zeitraum, Anzahl, Handlung in der Reihenfolge. Ja, und um das eben mal in einem Beispiel auch zu verdeutlichen, habe ich hier diesen Beispielsatz. Watashi wa ichinichi ni ikkai wine o nonde imasu. Watashi wa ichinichi ni ikkai wine o nonde imasu. Also ich trinke Nondimas, als Imas-Form habe ich hier als Gewohnheitsform genommen. Die taucht häufig bei solchen Angaben auf. Wenn man etwas in einem bestimmten Zeitraum immer und immer wieder tut, dann ist es ja eigentlich Gewohnheit, deswegen oft die Te-Imas-Form. Also ich trinke einmal pro Tag, also Ikai einmal und dann Ichinichi-ni pro Tag Wein. So sieht das aus. Ja, und natürlich kann man eben auch andere Zeiträume bilden oder nach diesen Fragen oder eben Aussagen treffen. Und ja, am häufigsten sind dabei eben natürlich diese hier. Also Ichinichi ni pro Tag oder täglich kann man das dann eben übersetzen. Ishukan ni ist pro Woche oder wöchentlich. Und Ikagetsu ni ist pro Monat monatlich. Ichinen ni ist pro Jahr jährlich. Vielleicht mag hier dieses die Schreibweise von Ikagetsu ein bisschen seltsam anmuten. Wie die genau erwachsen ist, das kann ich leider, das wird bestimmt wieder irgendwie sprachhistorisch bedingt sein. Es gibt für ja, vielleicht ein Dutzend verschiedene Varianten, wie man dieses Ikagetsu schreiben kann. Also die häufigsten sind eigentlich neben dieser mit diesem kleinen Katakana Ke, sind noch weitere, die auftauchen können. Dazu zoome ich mal ein bisschen näher ran. Die folgenden hier, also das hier wird Ikagetsu gelesen, das hier wird Ikagetsu gelesen, das hier wird Ikagetsu gelesen und die beiden hier auch mit dem Kanji entsprechend dazu. Also und die sind, bedeuten eben wirklich alle monatlich oder pro Monat beziehungsweise einen Monat lang, also wie gesagt einen Zeitraum. Die ganzen Sachen, die bestimmen ja einen bestimmten Zeitraum, deswegen kann es auch einen Monat lang heißen. Auch die Sachen hier können übrigens auch einen Tag lang, eine Woche lang und so weiter heißen. Je nachdem, in welchem Kontext oder anderer grammatikalischer Struktur sie verarbeitet sind. Für uns jetzt aber hier nicht von Bedeutung. Auf jeden Fall nicht wundern für dieses komische Aussehen von diesen Ikagetsu. Das hier ist wohl die üblichste Schreibweise, aber die hier, vor allem die oberen drei, haben wir auch das öftere Mal benutzt, um dieses Ka-Getsu eigentlich deutlicher zu machen, warum dann ein kleines Katakana-Ke verwendet wird. Wie gesagt, es wird irgendwie sprachhistorisch bedingt sein. Ich weiß es leider nicht genau, wo das herrührt. Auf jeden Fall, das ist so eine Sache, die muss man sich mal wieder ohne Umschweife merken. Ja, und wie ich vorhin schon erwähnt habe, bei diesen Sätzen handelt es sich ja meistens um Gewohnheiten, wenn man eben etwas pro einem bestimmten Zeitraum immer und immer wieder macht. Deswegen meistens die Imas-Form. Aber ich will es natürlich nicht ausschließlich darauf beschränken, denn man kann natürlich auch
ein einmaliges Vorhaben von einem selbst oder auch natürlich von dritten Personen kann man das hier ebenso gut benutzen, beschreiben, die dann also nicht gewohnheitsmäßig sind, sondern die irgendwas darstellen, was derjenige gesagt hat. Ich habe jetzt diesen Sommer vor, zum Beispiel dreimal pro Woche Sport zu machen. Das ist nämlich auch genau der Beispielsatz hier unten. Also es könnte auch genauso Watashi hier als Subjekt dienen oder als Thema. Also Kotoshi no natsu, Maria wa ishuukan ni sankai sportsu shimasu. Maria macht diesen Sommer dreimal pro Woche Sport. Also hier haben wir dann ishuukan pro Woche und mit dem ni natürlich als Markierer und sankai dreimal. Und hier haben wir dann auch gleich von der dritten Person, von der Maria mal, dieses Vorhaben, dieses Einmalige, uns angeschaut. Deswegen hier dann, weil es einmalig eben ist, Kotoshi no natsu, diesen Sommer. Deswegen haben wir dann hier eben nicht Shiteimasu verwendet als die Teimasu-Form für Gewohnheiten, sondern nur das normale Shimasu. Könnte wie gesagt auch genauso gut Watashi wa stehen. Ich habe vor oder ich mache diesen Sommer dreimal pro Woche Sport. Dieses habe vor haben wir ja als Grammatikkonstruktion noch nicht gelernt. Also im Studium schon, aber habe ich natürlich euch noch nicht vorgestellt, deswegen belasse ich es bei diesem einfachen Ausdruck hier, bei dieser einfachen Variante. Ja, also wie gesagt, meistens Teimasu, für einmalige Vorhaben auch durchaus die normale Shimasu-Form möglich. Für vergangene Gewohnheiten kann man natürlich auch Vergangenheitskonstruktionen verwenden. Geht sowohl für erste Personen, für mich, als auch für dritte Personen diesen Ausdruck zu nutzen. Ja, und natürlich kann man auch jemanden fragen, wie oft er eine bestimmte Tätigkeit eben in einem bestimmten Zeitraum ausführt. Dafür benutzt man das Fragewort, was entsprechend natürlich für diese Konstruktion auch gibt, und zwar Nankai. Nankai heißt das dann entsprechend. Und ja, zum Beispiel der Beispielsatz, den ich hier dann eben gebildet habe und dann auch die entsprechende Antwort dazu, die lauten Florian wa ishuukan ni nankai karaoke club ni itte imasu ka? Florian wa ishuukan ni nankai karaoke club ni itte imasu ka? Florian, wie viel mal oder wie oft pro Woche gehst du in den Karaoke Club? Das wie viel mal ist eigentlich sozusagen die, ja, mit dem Nankai, dem Kai als Mal die konkretere Variante, aber im Deutschen klingt das natürlich schöner, wenn wir wie oft pro Woche oder wie oft wöchentlich gehst du in den Karaoke Club fragen würden. Ich habe das, was jetzt eben nicht in den Klammern hier steht, ist dann meistens die, ja, sagen wir mal, etwas wörtlichere Übersetzung dessen, was tatsächlich hier vorkommt. Und eine Antwort von mir könnte dann eben natürlich lauten, Watashi wa sankai itte imasu. Ich gehe dreimal. Wenn man will, kann man das wöchentlich noch mit anfügen. Ja, wie man hier eine Antwort sieht, braucht man den ganzen Quark aus der Fragestellung nicht mehr zu wiederholen. Also den Karaoke Club muss man nicht wieder erwähnen und auch nicht das Ishuukan ni. Also ich muss jetzt den Satz nicht sagen, Watashi wa Ishuukan ni Sankai Karaoke Club ni itte imasu. So würde keiner antworten. Wenn ja aus dem Gesprächszusammenhang klar ist, worum es geht, dann kann man eben die unwichtigen oder schon bereits erwähnten Sachen abkürzen und eben einfach sagen, Watashi wa Sankai itte imasu. Tja, und das soll es dann auch für den ersten Bereich mit den Häufigkeiten gewesen sein. Jetzt im Folgenden geht es um die Zähleinheitswörter, wie das Kai selbst ja auch eins ist. Ja, wie gesagt, jetzt soll es uns um die sogenannten Zähleinheitswörter gehen. Die habe ich hier in dem Skript auch des Öfteren einfach nur als ZEW, als ZEW oder wie man es auch gerne sprechen mag, abgekürzt, um dieses Wort Zähleinheitswörter nicht immer ausschreiben zu müssen. Und ja, es gibt halt in der japanischen Sprache nicht wirklich irgendwie eine Möglichkeit, herauszufinden durch irgendwelche grammatikalischen Sachen, Strukturen, Veränderungen und so weiter, ob es sich bei Nomen um Mehrzahl oder Einzahl handelt. Das gibt's ja im Japanischen nicht wirklich. Nomen sind nicht flektierbar in irgendeiner Art und Weise. Und ja, um jetzt eben herauszufinden, ob es beim Gesprächsgegenstand Einzahl oder Mehrzahl ist, muss man im Regelfall eben auf den Kontext des Gespräches achten. Es gibt allerdings durchaus viele Fälle, in denen dann die Japaner mit konkreten Mengenangaben arbeiten. Und da bedienen sie sich dann, um diese konkreten Mengenangaben wiederum ja sprachlich darzustellen, sogenannter Zähleinheitswörter. Und je nachdem, um welchen Gegenstand es sich eben handelt, den sie mit einer bestimmten Menge oder Anzahl bezeichnen, muss man ein unterschiedliches Zähleinheitswort verwenden. Und das wird meistens im Japanischen an den äußerlichen Merkmalen dieses Gegenstandes, um den es sich dann handelt, ja, angewendet.
Mit dem Deutschen kann man das eben sehr schwer vergleichen. Wir zählen Dinge, Gegenstände meistens einfach mit der konkreten Zahl und dem Gegenstand, ohne jetzt noch irgendwas anzufügen. Also zum Beispiel hier 5 Äpfel oder 4 Bleistifte, 3 Computer, 6 Autos. Also da haben wir einfach nur die Zahl und der Gegenstand. Zahl, Gegenstand, Zahl, Gegenstand, Zahl, Gegenstand. Und im Japanischen ist immer ein Zähleinheitswort dabei. Im Deutschen kann man das in manchen Fällen so ein bisschen vergleichen, wenn wir sozusagen Gegenstände haben, die sich in einem bestimmten Containment befinden, also wo sie gelagert sind, wo sie sich drin befinden, sagen wir öfters mal zum Beispiel dann eben, gib mir 2 Sack Kartoffeln oder 5 Packungen Nudeln oder gib mir 3 Dosen Hundefutter oder bring mir 2 Kartons Bücher. Da nutzen wir dann auch manchmal das, was man so ungefähr mit den Zähleinheitswörtern im Japanischen vergleichen kann. Also da haben wir dann eben diesen Sack, Packungen, Dosen. Wir machen das, wie gesagt, manchmal mit Containments. Was so ein bisschen raussticht, ist vielleicht noch das Papier. Gib mir 3 Papier, kann man durchaus auch sagen. Aber nicht unüblich im Deutschen ist es ja auch zu sagen, gib mir mal 5 Blatt Papier, also dieses Blatt dann noch mit einzufügen. Das sind dann eben so diese Sachen, die kann man ungefähr mit den Zähleinheitswörtern im Japanischen vergleichen. Ist natürlich nicht 1:1. Üblicherweise zählen wir ohne Zähleinheitswörter. Und wie gesagt, was bei uns die Behältnisse sind, sind im Japanischen öfters mal Sachen, die am Aussehen festgemacht werden, der Gegenstände. Und jetzt im Folgenden werde ich euch eine kleine Tabelle zeigen. Die findet sich ausführlicher noch in einem Vokabelvideo, dem Vokabularvideo Nummer 06. Da ist sie nochmal doppelt so groß. Und ich stelle euch jetzt im Folgenden die 10 wichtigsten Zähleinheitswörter vor, ein bisschen komprimiert. Wie gesagt, im Vokabelvideo gibt es noch ein paar mehr, die nicht so häufig verwendet sind. Die folgenden sind uns halt im Studium des Öfteren begegnet oder auch im Tandem mit meinen Tandempartnern. Sind sie des Öfteren schon mal aufgetaucht oder notwendig gewesen, zu wissen, dass es sie gibt? Ja, aber jetzt nicht länger drumherum herumfackeln, sondern auf die nächste Seite gucken. Und zwar gibt es natürlich im Japanischen zumindest ja eine Möglichkeit, Gegenstände auch allgemein zu zählen, unabhängig von ihrem Aussehen. Und das wird dann mit dieser Reihe hier gemacht. Also Hitotsu, Futatsu, Mitsu, Yotsu, Itsutsu, Mutsu, Nanatsu, Yatsu, Kokonotsu, To. Das ist einer der seltenen Worte, wo, wenn man es in Hiragana schreibt, eben mal das O mit einem O verlängert wird, Hiragana O. Und dann das Fragewort Ikutsu, also wie viel. Das wird eben durchaus für alle möglichen Arten von Gegenstände, Schlüssel, Äpfel, Hüte und so weiter verwendet. Dann allerdings deutlich häufiger muss man eben darauf achten, das richtige Zähleinheitswort zu verwenden, je nachdem, was man denn zählt. Zählt man Personen, ist es eben beispielsweise Nin, wobei es hier 2 Ausnahmen gibt. Die ersten beiden, Hitori und Futari, werden so gelesen. Danach geht es mit Sannin, Yonnin, Gonin, Rokunin und so weiter weiter. Dann Reihenfolgen, Ichiban, Niban, Sanban und so weiter, was jetzt konkret Beispiele sind, wo es verwendet wird, eben zum Beispiel bei Wettbewerben, Buslinien, Prüfungsaufgaben und so weiter. Das habe ich dann hier unten in die letzte Zeile dieser Tabelle immer geschrieben. Sieht dann im Vokabelvideo genauso aus. Hier zum Beispiel bei Briefmarken und Papier, also bei dünnen, flachen Gegenständen, die werden mit Mai gezählt, mit dem C-Wort für, mit dem Zählwort Mai. Ichimai, Nimai, Sanbai und so weiter. Das ist nicht immer alles ganz gerade und linear, wie das hier runterläuft. Das sehen wir auf der nächsten Seite ein bisschen genauer, bei den nächsten 5. Und zwar haben wir hier zum Beispiel etwas, was da nicht Ichisai gelesen wird, sondern Isai. Dann geht es mit Nisai, Sansai, Yonsai, Gosai, Loksai und so weiter weiter. Aber dann haben wir hier wieder sowas, nicht Hachisai, sondern Hasai. Also es gibt dann eine Menge Ausnahmen. Genauso ist es bei dem Zähleinheitswort für die Häufigkeit, was wir jetzt im ersten Teil ja schon kennengelernt haben. Da ist die 1 eben Ikkai, dann Nikai, Sankai, Yonkai, Gokai, dann nicht Lokokai, sondern Lokkai. Also von einer K-Silbe, von einer S-Silbe, vor einer H-Silbe, wie wir es hier haben, oder B- und P-Silbe, wie Lokpai, da wird es eben oftmals verkürzt, dann wird dieses Loku zu Ro und einem kleinen Zu abgekürzt, um das eben besser sprechen zu können, oder hier Lokkai, das ist dann allerdings nicht das Kai, das kann man leicht verwechseln hier für
Häufigkeit, sondern für Stockwerke. Das ist auch Kai, hat eben ein anderes Kanji, deswegen in Texten kann man das leicht entziffern. Wenn man es hört, muss man natürlich aus dem Kontext schließen, ob jetzt das Häufigkeits-Kai oder das Stockwerke-Kai gemeint ist, aber das sollte jetzt nicht unbedingt die große Schwierigkeit sein. Deswegen, es gibt hier also viele Ausnahmen, auch zum Beispiel dieses für Getränke, Tassen und Gläser, ein Hai kann eben vorkommen, dass das eine dann auch Ipai gelesen wird mit P, dann Ni Hai, dann allerdings hier verweichlicht, beim, wenn ein N davor ist, zu Sanbai. Also gibt hier eine Menge Ausnahmen, müsst ihr immer wirklich mal nachgucken, bei welcher Anzahl es wie gezählt wird. Also ich habe 3 Bier getrunken, dann ist es eben 3 Gläser Bier sind Sanbai Bier. Ja, oder Sanbai no Bier, besser gesagt, da muss noch ein No dazwischen. Oder Bier o Sanbai no Mimashita. Aber Beispielsätze werden wir uns gleich nochmal angucken, wie das dann jetzt aussieht, wenn man sie verwendet im grammatikalischen, im Satzumfeld sozusagen. Also wie gesagt, diese Tabelle, diese 2 Seiten und noch 2 weitere mit anderen Zähleinheitswörtern, die findet ihr auch im Vokabelvideo. Ich werde jetzt nicht alles im Weiteren durchgehen, nur dass ihr eben mal schaut, also für Alter, Häufigkeit, Stockwerke, dünne, lange Gegenstände, Getränke etc. in Tassen, Gläsern, für alles sowas gibt es Zähleinheitswörter, die die Japaner verwenden. Ja, aber jetzt wollen wir uns natürlich auch mal ein paar, sagen wir mal, greifbare Beispiele dafür anschauen. Da habe ich insgesamt jetzt so 4 Frage-Antwort-Beispiele mir herausgesucht. Also es ist immer A, stellt eine Frage und B, antwortet. Davon haben wir jetzt in den folgenden 2 Seiten noch 4 Stück, an denen ich euch, wie gesagt, ein bisschen präsentieren möchte. Ja, wie diese Zähleinheitswörter jetzt konkret im Satz verwendet wird. Von Tabellen lässt sich das immer schlecht her schließen. Und ja, schauen wir uns mal hier dieses erste Gespräch an, oder diese erste Frage- und Antwort-Dialog. Da haben wir dann also A, der entsprechend die Frage stellt, Shiken wa donna mondai ga muzukashikatta desu ka? Shiken wa donna mondai ga muzukashikatta desu ka? Also in der Prüfung, welche Aufgabe oder welche Aufgaben waren waren schwierig. Hier haben wir das eben, da sehen wir, Mondai, ist das jetzt eben eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben? Es gibt eben keine Mehrzahl- oder Einzahlanzeiger im Japanischen. Deswegen sind da beide Übersetzungen denkbar, mit Einzahl oder Mehrzahl im Deutschen entsprechend. Ja, B macht es natürlich dann klar. Es waren 2 Aufgaben, die für ihn schwierig waren, und zwar Sanban to Rokuban ga muzukashikatta desu. Sanban to Rokuban ga muzukashikatta desu. Nummer 3 und Nummer 6 waren schwierig. Ja, und in einem zweiten Beispiel, da gucken wir uns dann noch ein paar neue Sachen an, die hier drin vorkommen, die ich mit grün und blau markiert habe. Zunächst allerdings die Frage, Kyodai wa nanin desu ka? Kyodai wa nanin desu ka? Wie viele Geschwister hast du? Also das Kyodai und dann eben nanin, Fragewort für wie viele Personen. Das wir im Deutschen fassen wir das eben zusammen mit wie viele Geschwister hast du und nicht wie viele Menschen sind deine Familie oder deine Brüder und Schwestern. So machen wir das ja nicht. Und die Antwort B ist dann entsprechend Ftali no ani to sanin no imoto ga imasu kara zenbu de gonin desu. So, hier stecken jetzt mehrere Sachen drin, die ich euch noch erklären muss. Und zwar, vorhin hatte ich den Fehler selbst nochmal kurz gemacht und mich dann verbessert. Und zwar, wenn das Zähleinheitswort vor dessen, was gezählt wird, gestellt wird, dann muss da ein No dazwischen, weil diese Zähleinheitswörter mit den Zahlen zusammen, die fungieren grammatikalisch wie ein Nomen. Deswegen müssen sie mit dem Zugehörigkeitspartikel No versehen werden, wenn sie eben vor dem stehen, was sie näher bestimmen. Deswegen, also Ani ist ja der ältere Bruder und davon hat er 2 Stück. Und wenn er das in der Wortstellung so hier macht, dann muss da also nicht Futari Ani, sondern Futari no Ani, weil das Futari eben wie ein Nomen wirkt. Dasselbe gilt hier für das Sanin. Das To ist hier einfach nur das Aufzählungsto, also 2 und 3, bla bla bla. Also Sanin no Imoto. Imoto, die kleine Schwester. Und das Sanin davor gestellt, also Sanin no Imoto ga imasu kara, weil ich 2 ältere Brüder und 3 jüngere Schwestern habe. Ich habe das im Deutschen in der Übersetzung umgestellt, weil es besser klingt, aber man könnte auch natürlich mit dem vorderen Satz anfangen, weil ich 2 ältere Brüder und 3 jüngere Schwestern habe. Zenbude gonin des. Dieses Zenbude benutzt man, um dann die Gesamtsumme der Zählung
zu betonen oder darauf hinzuweisen. Dieses Sembede wird dann eben mit insgesamt oder alles zusammen übersetzt. Deswegen insgesamt sind es, habe ich 5 Geschwister. Insgesamt sind es 5 Gunindes. Ja, wie gesagt, hier jetzt gleich ein paar schwierige neue grammatikalische Sachen. Also nochmal zur Erinnerung. Wenn das Zähleinheitswort in der Wortstellung vor das gesetzt wird, was es näher bestimmt, muss da ein Not dazwischen. Und Sembede wird benutzt, um beim Zusammenaddieren der Mengenangaben eben auszudrücken, was die Gesamtsumme ist. Und zwar mit insgesamt oder alles zusammen wird das dann übersetzt. Ja, das ist aber noch nicht alles, was man dazu wissen muss. Und deswegen haben wir ja noch 2 weitere Sätze oder Frage-Antwort-Spielchen. Hier in dem Fall, das ist ein relativ einfaches. A sagt hier oder fragt, Uchini pasokon wa nandai arimasu ka? Uchini pasokon wa nandai arimasu ka? Pasokon ist ein Gerät, eine Maschine, deswegen wird hier eben das Fragewort dai verwendet, oder das Zähleinheitswort dai verwendet für eben genau diese Gerätschaften. Und B antwortet dann ganz einfach, sandai arimasu. Ich habe 3. Im Deutschen können wir das eventuell, wenn unbedingt übersetzen will, ganz wörtlich noch mit Stück übersetzen. Aber ich habe 3, ist in dem Fall, glaube ich, reicht schon an sich als Übersetzung. Und ja, vorhin hatte ich schon gefragt nach Bieren mal so ganz nebenbei. Hier habe ich jetzt auch einen Beispielsatz dafür. Biloa mo nanbai nomimashita ka? Biloa mo nanbai nomimashita ka? Wie viele Bier hast du schon getrunken? Im Deutschen kann man das Gläser für das Bei durchaus noch mit reinbringen. Also wie viele Gläser Bier hast du schon getrunken? Man kann es auch weglassen im Deutschen. Und dieses Mo hier eben schon getrunken. Und die Antwort von B lautet dann eben entsprechend Loppai gulai nomimashita. Mo dame des. Loppai gulai nomimashita. Mo dame des. Dieses gulai taucht auch hier sehr häufig auf. Das übersetzt man mit ungefähr, also das setzt diese Mengenangabe dann so ein bisschen ins Relative, dass man also nicht genau weiß, ob es jetzt 6 waren, es können auch 5 oder 7 gewesen sein. Und auf jeden Fall kann er nicht mehr, Mo, damit es, er kann nicht mehr trinken. Ja, hier haben wir auch noch etwas gesehen, bei diesen Existenzverben imas und arimas, da kann man dann in Verbindung mit dem Zähleinheitswort die sonst übliche Partikel weglassen. Und das haben wir also hier in den Beispielen 3 und 4 gesehen. Also hier eben sandai arimas, nicht sandai ga arimas. Und loppai gurai nomimashita. Hier ist auch gar kein, in irgendeiner Weise mehr ein Partikel drinne. Und ja, wenn man sich, wie gesagt, bei den Mengenangaben nicht sicher ist, dann kann man das Wörtchen gurai für ungefähr oder etwa verwenden. Dafür habe ich hier noch ein zweites Beispiel mal mit angebracht. Und zwar peki ni wa jitensha ga 900 mandai gurai arimas. Pekin ni wa jitensha ga 900 mandai gurai arimasu. Hier haben wir dann auch eben kein ga irgendwie hinten vor dem arimasu, nur das gurai hier eben eingefügt nach dem Zähleinheitswort, um dieses ungefähr auszudrücken. Dann nochmal ein kleiner Hinweis, wie gesagt, auf die Satzstellung. Man könnte hier das jitensha auch danach setzen, also pekin ni wa 900 mandai gurai no jitensha. Und dann müsste man das ga allerdings wieder einfügen, ga arimasu. Also man könnte das hier entsprechend nach hinten setzen, dann müsste allerdings das mit dem no verbunden werden. Wenn es davor steht, wie hier, jitensha ga 900 mandai gurai arimasu, dann muss das hier mit dem ga markiert werden. Und hier hinten kann man das ga weglassen. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, endgültig verwirrt. Schaut es euch in Ruhe sozusagen in den Sätzen dann nochmal an. Das ist nicht ganz einfach zu handhaben, die Zähleinheitswörter. Und ich habe auch lange an dem Skript hier gesessen und es auch mit meinen Tandempartnern nochmal durchgegangen und bin da auch erst auf diese Problematik mit dem Nuk gestoßen, dass wenn, wie gesagt, das Zähleinheitswort davor stehen würde, vor dem Jitensha, muss ein Nuk hin, wenn das, was gezählt wird, als Subjekt wiederum vor dem Zähleinheitswort steht, dann muss das mit ga gekennzeichnet werden. Wenn danach ein Existenzverb ist, muss das und davor das Zähleinheitswort ist, muss da kein ga stehen. Wie gesagt, das ist
etwas kompliziert und hat mich auch selbst in der Recherche für dieses Video nochmal verwirrt, auch wenn das eigentlich durchaus Stoff vom ersten Semester hier waren, die Zähleinheitswörter, aber man verrennt sich doch gerne damit. Und deswegen auch, weil man sich gerne damit verrennt, diese letzte Anmerkung hier noch. Es ist nicht unbedingt immer leicht und auch mir fällt es schwer, spontan im Gespräch mit den Japanern zu wissen, wann man eben in welcher Situation welches Zähleinheitswort verwendet. Da komme ich auch zum Beispiel manchmal mit dem bei den Bieren durcheinander und zähle dann Flaschen statt Gläser oder so. Weil für lange, dünne Gegenstände wird dann zum Beispiel das Zähleinheitswort bei Flaschen als Zähleinheitswort bei Flaschen verwendet. Ja, und wenn man eben wirklich mal gar nicht weiter weiß, welches verwendet wird, kann man dann eben auf Nummer sicher gehen und auf die Zählweise für allgemeine Gegenstände zurückgreifen. Also Hitotsu, Futatsu, Mitsu, Yotsu und so weiter. Und da könnte man eben zum Beispiel dann sagen, wenn man jetzt eben nicht wüsste, wie man Bier zählt, also mit diesem Lokpai, dann könnte man entsprechend auch Mutsu gurai nomimashita. Mutsu gurai nomimashita. Also Mutsu ist dann entsprechend die allgemeine Zählweise und macht dann ungefähr sechs habe ich getrunken. Da kann man dann das Gläser allerdings nicht übersetzen, weil man ja wirklich nur die allgemeine Zählweise genommen hat. Deswegen Mutsu gurai nomimashita ist genauso okay. Konkreter oder besser ist es eben wirklich mit dem richtigen Zähleinheitswort auf den Gegenstand hinzuweisen, den man markiert eben mit seiner Aussage. Aber wie gesagt, wichtig ist, wenn ihr auf jeden Fall das Hitotsu, Futatsu und so weiter drauf habt. Die anderen, also relativ häufig im Studium kam vor, eben zum Beispiel für Personen natürlich Reihenfolge, Bann, dünne, flache Gegenstände, Mai, Maschinen und Fahrzeuge, Dai, die kamen häufig vor. Und Alter natürlich, dann Häufigkeit, Kai, die Wasser kennengelernt haben. Und dann hört es auch schon langsam auf. Also ich habe das ungefähr in der Tabelle auch so angeordnet von der Reihenfolge her, in der Häufigkeit, wie wir sie bis jetzt benutzt haben im Studium oder auch im echten Leben bei der Anwendung mit Japanern, bei Japanern, nenne ich es mal. Deswegen lasst euch von denen nicht durcheinander bringen. Wir hatten es ein Kapitel lang im ersten Semester mal gehabt und wir sind jetzt nicht in Prüfung dran gescheitert, weil wir diese doch recht komplizierte Anwendungsweise der Zähleinheitswörter nicht verstanden haben. Es ist für mich, denke ich mal, nice to know, und solange man eben normal einigermaßen das Zählen im Japanischen drauf hat, sind sie jetzt nicht so wichtig, aber natürlich wollte ich sie hier trotzdem abhandeln, die Zähleinheitswörter. Wichtiger ist eventuell der erste Teil eben oder häufiger eine Anwendung mit der Häufigkeit eben, dass man eine bestimmte Handlung so und so oft pro einen bestimmten Zeitraum ausführt. Das sollte man auf jeden Fall durchaus ausdrücken können. Und ja, damit war es dann auch alles, was ich für heute in diesem Zahlenvideo fürs Japanische behandeln wollte. Schaut wie gesagt auch ins zugehörige Vokabelvideo rein mit der Tabelle für die Zähleinheitswörter, die etwas erweiterte. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt was gelernt und ich habe euch nicht zu sehr mit dem Ganzen hier verwirrt. Und sage wie immer, matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.